Bevor das Video losgeht, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass ich in diesem Video über Sachen sprechen möchte, die bereits geleakt sind, aber wo sich viele Leute nicht unbedingt spoilern lassen wollen. Deswegen, das ist hier eine kleine Spoilerwarnung, denn ich rede hier über Pokémon, die wir aus dem geleakten Decks, aus der Demo kennen, sprich über jedes einzelne Pokémon. Also falls ihr euch nicht spoilern lassen wollt, wäre es für euch besser, wenn ihr hier abschalten würdet. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Sonne und Mond Video. Heute geht es darum, ich möchte mein Team zusammenstellen, beziehungsweise euch mein Team zeigen, wie mein Team in Pokémon Sonne und Mond aussehen wird. Ich habe jetzt glaube ich 700 Mal Team gesagt, das sollte reichen. Ich glaube, ihr wisst, worum es geht. Und deswegen, es dauert ja nicht mehr einen Monat, bis das Spiel rauskommt. Und ich bin jemand, müsst ihr wissen, ich mache mir immer, egal ob es ein neues Spiel ist, egal ob ich jetzt nochmal random Pokémon Schwarz anfangen würde. Ich mache mir vorher immer Gedanken, okay, wie sieht mein Team aus? Welche 6 Pokémon möchte ich mit ins Team nehmen? Und eine coole Sache, was mir vieles erleichtert hat, ist, dass VM-Attacken, die, so wie wir sie kennen, dass es sie so nicht mehr geben wird, sprich, dass wir nicht mehr auf ein Flug-Pokémon angewiesen sind oder auf ein Wasser-Pokémon oder auf ein Stärke-Pokémon oder sonst irgendwas. Das ist auf jeden Fall sehr cool und das hat mir auf jeden Fall viel erleichtert, denn ich habe nämlich kein Flug-Pokémon zum Beispiel in meinem Team, weil ich möchte halt wirklich hauptsächlich neue Pokémon in meinem Team haben, beziehungsweise eigentlich nur neue Pokémon, und das einzige neue Pokémon ist dieser Toucan, den kennen vielleicht einige von euch, und der ist cool. Aber den möchte ich nicht unbedingt in meinem ersten Team drin haben. Deswegen ja. Ich würde sagen, wir starten als erstes mal mit dem ersten Pokémon und zwar mit dem Starter. Für welchen Starter habe ich mich entschieden? Für Flammiau, Robball oder Bautz? Ich muss ja persönlich sagen, anfangs war ich Team Flammiau. Danach, als es diese geleakten Letztentwicklung gab, fand ich, muss ich sagen, Bautz mit am coolsten. Aber im Schnitt habe ich mich dann doch schlussendlich für den Wasserstarter für Robball entschieden. Denn mir gefällt die letzte Entwicklung tatsächlich ganz gut. Auch wenn sie ein bisschen weiblicher aussieht, aber das ist ja bei Meganio oder so auch gewesen. Und es stört mich eigentlich eher weniger. Und ich hoffe wirklich, dass... Ich habe keinen Plan, wie das Pokémon heißen wird. Nämlich es Robball als letzte Entwicklung. Ich hoffe wirklich, dass es den Feentypen bekommt, weil ich bin großer Fan von Wasserfee-Pokémon. Ich denke nicht unbedingt, dass es ein bisschen bulkiger wird, weil das wäre ziemlich stark, wenn es ein bisschen Bulk mit hätte, mit der Typenkombination Wasserfee. Glaube ich aber nicht. Ich denke, dass es doch relativ offensiv wird vom Aussehen her. Kann aber natürlich auch nichts genau dazu sagen. Ich weiß es ja selber nicht, aber schlussendlich habe ich mich für den Starter, für Robball entschieden. So, als nächstes kommen wir zu Wolverogs Nachtform. Das ist die Entwicklung aus Waffles, kennen ja viele von euch. Und ich bin halt super edgy und man kann sagen, es ist ein bisschen ein Zoroark, aber ich finde Leute, die sagen, es ist ein krasser Zoroark, finde ich übertreiben. So krass sieht es jetzt nicht aus wie Zoroark, meiner Meinung nach, also die kann man glaube ich nicht so krass miteinander vergleichen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, Wolverog, wirklich ein cooles Pokémon, Design gefällt mir super gut, die Tagform gefällt mir auch. Allerdings bin ich ein größerer Fan von der Nachtform, weil ich super edgy bin. Und ist auf jeden Fall ein cooles Pokémon. Ich finde es schade, dass es nur von Typ Gestein ist. Es könnte den Unnicht-Typen haben. Klar, das ist Typing dann nicht unbedingt so gut. Allerdings finde ich nur Gestein ein wenig unpassend für Wolverog, also für die Nachtform. Für die Tagform könnte man sich auch noch irgendwas anderes überlegen. Vielleicht Gestein-Kampf oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es hätte mich jetzt nicht gestört, wenn es noch Gestein Unlicht oder Gestein, Geist oder sonst irgendwas ist. Würde ich tatsächlich sogar ganz cool finden. So, als nächstes kommen wir zu Custurso, dem lustigen Bären. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, die den Bären übertrieben abfeiern und richtig cool finden. Ich weiß, sie sieht aus wie eine Wurst oder wie sonst irgendwas. Wobei ich sagen muss, ich finde die Shiny-Form sehr cool. Also falls Leute von euch die Shiny-Form kennen, die sieht schon verdammt gut aus. Allerdings, wie gesagt, ich bin ein Fan davon. Ich mag das. Ich weiß nicht, wieso. Irgendwie spricht es mich an. Die Vorentwicklung ist auch super niedlich. Und darum Custurso hier ein Team-Pokémon von mir. Mit dem Typen Normalkampf erinnert es auch ein bisschen an Megalopunny. Megalopunny ist ja auch ein super starkes Pokémon. Also ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und es sieht einfach ein bisschen knuffig aus und so tollpatschig. Es hat auch die Fähigkeit Tollpatsch. Und das ist auf jeden Fall sehr süß.
Und deswegen entscheide ich mich in meinem Team hier für Costurso. So, als nächstes kommen wir zu meinem absoluten Alola-Lieblings-Pokémon. Ich liebe dieses Pokémon von der ersten Stunde an, nicht nur, weil ich mir irgendwas davon durchgelesen hatte oder so, sondern, also es geht um Mimikmar. Und vorher fand ich tatsächlich Tapu Kokoriki, wie die Dinger heißen, fand ich in einem coolsten. Allerdings möchte ich kein legendäres Pokémon in meinem Team haben. Ist auch immer noch mit eins meiner Lieblings-Pokémon, hat ein echt cooles Design. Aber ich habe mich dann relativ schnell für Mimikmar entschieden. Und ich liebe Mimikmar einfach. Mimikmar ist so süß, es hat so eine süße Hintergrundgeschichte. Die kannte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht. Ich dachte, das wäre nur so eine Theorie, die Fans sich ausgedacht haben. Aber wie gesagt, Mimikmar super, super knuffig. Schönes Typing mit Fee-Geist. Gefällt mir sehr gut. Und das Design spricht mich einfach an. Es ist einfach super süß. Ich mag zwar Pikachu nicht unbedingt, muss ich dazu sagen, aber Mimikmar ist doch verdammt niedlich. Vor allem mit der Fähigkeit Kostümspuk hat es etwas Uniques an sich, was auch noch dazu kommt. Die Fähigkeit kann super gut sein, kommt darauf an, was Mimikmar für Base-Werte und was für ein Moveset hat. Wird aber im Kompetitiven auf jeden Fall sehr gut zu nutzen sein und darauf freue ich mich schon extrem. So, als nächstes erwarten uns die Alola-Pokémon in meinem Team. Davon habe ich zwei Stück an der Zahl, aber fangen wir erstmal mit dem ersten. Und zwar packe ich in mein Team Alola Raichu. Alola Raichu ist einfach super niedlich, genauso wie Mimikmar. Die Hintergrundstory dazu ist auch super putzig, knuffig, lustig. Und zwar sieht es halt so aus, weil es so viele Pancakes gegessen hat. Passiert, ne? Dann verändert man mal sein Aussehen und bekommt solche merkwürdigen Augen, so ein verändertes Aussehen und so. Das kann schon mal bei Pancakes passieren. Aber im Großen und Ganzen ist es ja cool. Elektro-Psycho, ein verdammt cooler Typ. Also eine verdammt coole Typenkombination, die Alola Raichu mit sich bringt. Und vom Aussehen her gefällt es mir auch super gut, wie es auf seinem Schweif surft und so. Da hat Game Freak sich auf jeden Fall was Cooles einfallen lassen, dass sie es geschafft haben, ein Alola Raichu zu machen, welches tatsächlich sehr cool ist. Ich fand Raichu damals schon immer verdammt cool. Und mit Alola Raichu gefällt es mir jetzt einfach noch viel, viel besser und deswegen kommt Alola Raichu auch auf jeden Fall in mein Team. So, und als letztes haben wir, wie gesagt, noch ein Alola-Pokémon und das ist, mir fehlt noch ein Feuer-Pokémon, deswegen habe ich mich für Alola Knogger entschieden. Alola Knogger, sehr, sehr geiles Design. Man hat sich ja schon so häufig eine Mega-Entwicklung oder sonst irgendwas zu Knogger gewünscht, weil Knogger ist ein relativ beliebtes Pokémon, muss man sagen. Dadurch, dass es eine Background-Story hat, die sehr besonders ist und die sehr viele Fans anspricht. Deswegen finde ich es sehr cool, dass man jetzt hier Knogger ein bisschen Liebe schenkt und eine Alola-Form gibt, die auch noch so ein cooles Typing hat mit Feuergeist. Feuer ist okay, aber wie gesagt, Geist ist halt super cool. Von der Mega-Entwicklung hätte ich mir auch sowas wie Bodengeistern gewünscht oder so. Von daher Alola Knogger ein verdammt cooles Pokémon, worauf ich mich auch schon sehr freue, es im Kompetitiven oder halt auch in der Story nutzen zu können. So, das war's dann auch schon im Großen und Ganzen mit dem Video. Hier seht ihr jetzt meine 6 Pokémon. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Das wird mein Alola-Team, darauf freue ich mich schon extrem. Wie gesagt, das dauert nicht mehr einen Monat, bis die Edition rauskommt. Und dann können wir alle endlich Pokémon Sonne und Mond spielen. Ich bin extrem gehypt auf das Spiel. Und ja, gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao.